Ja, ich kann die ersten Worte einfach mal ergreifen, wenn das okay ist. Und ja, würde erstmal alle begrüßen, die jetzt in den Raum reingekommen sind und mich dafür bedanken, dass ihr euch reingeschaltet habt, auch im Namen des Orga-Teams. Und ja, herzlich willkommen auf jeden Fall zu dieser ersten Veranstaltung innerhalb der Reihe Krikovi Talks. Und hier werden wir uns ja dem Thema Diversity widmen, von verschiedenster Hinsicht. Mal gucken. Und genau, jetzt zu eurer Information. Wir haben die Einstellung so gemacht, dass die ReferentInnen oben sichtbar sind für euch. Christine Hortz, Isaac und Samira El-Hattab. Und unten bin dann ich und Selda dann direkt neben mir sichtbar. Selda und ich werden die Moderation übernehmen und euch so ein bisschen durch den Abend, durch diese Zeit einmal durchleiten. Und genau, ich würde dann vielleicht ganz kurz was zu mir sagen, damit Selda gleich dann was kurz zu sich sagen kann. Ja, ich studiere in Münster Kommunikationswissenschaft an der Universität, ja, an der Universität Münster im Master. Und meine Masterarbeit hatte ich geschrieben zum Thema religiöse Meinungsführerschaft bei MuslimInnen in der Minderheitssituation. Und ansonsten bin ich politisch aktiv im Projekt Muslima Empowerment und bin Mitbegründerin des BIPOC-Referats an der Universität Münster. Und ja, wirke dann bei Veranstaltungen wie diesem hier auch im Orga-Team des Netzwerks Kritische Kommunikationswissenschaft. Ja. Genau, vielen Dank schon mal, Selma. Mein Name ist Seda Can Aslan. Ich habe Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert und da auch promoviert und dieses Netzwerk vor einigen Jahren mit ein paar KollegInnen zusammen gegründet. Und jetzt starten wir diese Reihe und ich freue mich total, dass das klappt und dass auch ein paar Leute hierher den Weg gefunden haben. Und wir zeichnen es auch auf. Also für alle, die das jetzt leider verpassen, nicht live dabei sein können, kein Problem. YouTube gibt euch dann alles, was ihr braucht. Genau. Jetzt machen wir noch einen kleinen Disclaimer, Selma, gell? Just in case, aber ich glaube, vielleicht. Genau. Einmal der Hinweis, dass ihr beachtet, dass wir hier einen diskriminierungskritischen Raum gestalten möchten. Also, dass wir Diskriminierungen wie Rassismus oder Sexismus oder Ähnliches nicht dulden würden und das halt auch keinen Platz hier hat. Und ja, der Ablauf der Veranstaltung sieht dann gleich so aus, dass wir uns 60 bis 90 Minuten Zeit nehmen möchten. Und gleich gibt es noch weitere paar einführende Worte von uns. Danach haben wir einen inhaltlichen Input von Christine und kommen auch zu einer ganz kurzen kleinen Fragerunde, bevor wir dann in einen Breakout-Session Teil übergehen, damit auch ihr euch als Publikum untereinander austauschen könnt. Und ja, und zum Hauptteil kommen wir direkt danach, indem wir dann auch Fragen vom Publikum dann annehmen und selber auch in ein Gespräch mit den ReferentInnen treten. Ja, und zum Schluss haben wir dann noch ein paar Abschlussworte, Abschlusshinweise und so soll sich dieses Gespräch hier gestalten. Genau, und vielleicht habt ihr es oben schon gesehen, da ist Juliane Pfeiffer unser Technik-Support und Hardkeeperin, habe ich so gelernt, dass man das so sagt. Und zwar ist sie dafür da, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wendet euch direkt an sie, also technischer Art oder auch wenn emotional irgendwas komisch ist, sie ist die Verantwortliche im Background. Ansonsten, genau, wir zeichnen das Gespräch hier auf und es wird später online veröffentlicht. Ihr könnt den Chat die ganze Zeit nutzen und da auch eure Fragen mit reinschreiben. Je nachdem, wie viele Leute wir sind und wie sich das entwickelt, können wir euch dann auch freischalten, damit ihr die Fragen so stellen könnt. Genau, wir experimentieren einfach ein bisschen. Ist ja das erste Mal, dass wir das machen. Ja, und wie ihr unseren einheitlichen Hintergrundbildern entnehmen könnt, ist die veranstaltende Gruppe hier hinter dann das Netzwerk Kritische Kommunikationswissenschaft. Das ist ein informeller Zusammenschluss von Personen, die sich für kritische Kommunikations- und Medienforschung interessieren und für die Praxis in Bezug auf Kommunikation und Medien natürlich auch. Und genau, wenn ihr Interesse habt, bei uns mitzumachen, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir haben so ein breiteres Netzwerk, wo alle eigentlich Mitglied sein können, sie sich mit unserem Selbstverständnis und Zielen identifizieren. Und dann haben wir auch dieses Orga-Team, was dann zum Beispiel Veranstaltungen organisiert oder auch ja, zusammen publiziert, nur so ein paar Beispiele zu nennen.
Genau. Und eine Sache, die wir auch im Rahmen von Krikovi machen oder angefangen haben zu machen, sind dann diese Talk-Veranstaltungen. Und wir haben uns gedacht, wir starten mit Diversity, haben aber auch noch einige andere Angebote in Planung. Haltet also einfach gerne Ausschau danach und schaut auf unsere Homepage, was wir als nächstes machen werden. Und gibt uns vor allem auch ein Feedback, wenn ihr irgendwelche Einfälle habt nach dieser Veranstaltung, was wir demnächst vielleicht nochmal ausprobieren können und ja, wie wir uns vielleicht verbessern können, weil wir das Ganze auch als Experiment so ein bisschen verstehen, wo wir dann uns ja, zwischen Wissenschaft, Aktivismus, Praxis und anderen Interessierten austauschen können. Ich würde gerade so sagen, schreibt in die Kommentare, aber dann, ihr könnt es natürlich uns auch einfach E-Mail oder sonst wie, es gibt hunderte Möglichkeiten. Jetzt kommen wir kurz zu dem Thema Diversity. Wie kommen wir überhaupt da drauf? Also ganz konkret war es so, dass wir gesehen haben, dass die neuen deutschen Medienmacherinnen ihren Diversity Guide rausgegeben haben und Christine Horst-Isaac hat daran mitgearbeitet und wir dachten, das wäre ein guter Anlass, das Thema mal wieder aufzugreifen. In unserer neuen Reihe, in unserem Netzwerk Kritische Kommunikationswissenschaft und quasi verschiedene Perspektiven aus der Forschung und aber auch aus der Praxis dazu uns einzuholen. Und genau, dafür haben wir zwei Referentinnen eingeladen. Ich bin total froh, dass ihr euch die Zeit nehmt und heute dabei seid. Ganz kurze Vorstellung. Professor Dr. Christine Horst-Isaac ist Professorin für transkulturelle Medienkommunikation an der TH Köln. Sie war früher in Bochum und auch schon in Greifswald. Sie beschäftigt sich seit sehr langer Zeit ausführlich und aus einer kritischen Perspektive mit kultureller Diversität und Diskriminierung in den Medien und auch mit Medienpolitik und Gemeinwohlorientierung in digitalen Medien, also auch das Thema öffentlicher Rundfunk und wie kann der in Zukunft aussehen, ist für Sie auch sehr relevant. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Dann haben wir noch Samira El-Hattab zu Besuch. Da ist ganz interessant, das ist so zustande gekommen, das möchte ich hier auch transparent machen. Mandy Tröger aus unserem Orga-Team hat darauf hingewiesen, dass sie Stipendiatin der oder mittlerweile Vertrauensdozentin von der Heinrich-Böll-Stiftung ist und da ganz viele Auswahlgespräche geführt hat für dieses Programm Medienvielfalt anders, von dem uns Samira später noch erzählen wird. Und sie hat vorgeschlagen, ob wir nicht jemanden von da mit dazu nehmen wollen. Und ja, die Anfrage ergab dann, da hat jemand Zeit und Lust. Samira, herzlich willkommen, dass du da bist. Herzlich willkommen, naja, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Du bist freie Reporterin und arbeitest für RBB24 und die Abendschau. Wir haben gerade schon gehört, gerade versucht der WDR auch Instagram mit Inhalten zu bestücken. Klimaneutral ist die Seite, die du da mitbetreust. Und du bist eben Stipendiatin von diesem Medienvielfalt anders Programm für junge Migrantinnen und Migranten in den Journalismus. Schön, dass du dabei bist. Jetzt würden wir gerne starten mit einem kurzen Input von Christine. Oh, ich glaube, sie ist jetzt gerade bei mir. Bewegt sie sich nicht mehr? Bei euch? Ja, ist eingefroren. Okay. Also, eigentlich würden wir übergehen zu Christines Input und dass sie den Bildschirm eventuell freigibt. Wir warten mal kurz ab, was passiert. Ja, ich schreibe ihr einmal eine Direktnachricht und frage, ob sie vielleicht etwas ausprobieren möchte. Oh, okay, jetzt ist sie ganz weg. Ich rufe sie mal kurz an, parallel. Wahrscheinlich loggt sie sich nochmal ein. Hoffentlich mit dem richtigen Link. Das nenne ich doch mal Timing. Ja, aus dem Wort eingefroren.
Okay, ja, ihr Internet ist einfach gerade zusammengekracht und wir warten jetzt einfach kurz ab. Ja. Vielleicht, weil es mich interessieren würde und es auch ein bisschen lustig wäre, einfach mal so was Ähnliches wie ein Raumgefühl zu erschaffen, können mal alle in den Chat schreiben, von wo sie sich gerade zuschalten haben. Und ja, das würde mich interessieren und wie sie davon mitbekommen haben. Und vielleicht auch noch, ob ihr eigentlich Kobis seid oder MedienwissenschaftlerInnen oder aus der Praxis kommt. Das fände ich spannend. Und dann kommt bestimmt Christina einfach gleich wieder rein. Da ist sogar jemand aus dem Zug zugeschaltet. Mal voller Einsatz. Ja, wirklich aus allen Ecken. Sehr cool. Also, super spannend. Also Münster natürlich, genau. Da ist noch jemand. Köln, München, Mannheim, Leipzig, Jena. Oh, nochmal Mannheim. Wir müssen uns connecten. Salzburg, nochmal Leipzig, genau. Halle, Berlin, Wien. In Wien machen wir bald unsere Tagung. Können wir jetzt auch schon mal Werbung einbauen. Kleiner Werbeblock. Und wir hoffen alle sehr, dass sie stattfinden kann in live. Aus Zürich ist unsere Schweiz-Orga-Team-Abgeordnete Juri da. Dann nochmal Berlin, München, Weimar. Wunderbar. Okay. Ja, das dort, wie es aussieht, noch ein bisschen. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an, Samira, dich zu befragen. Schon mal ohne den wissenschaftlichen Input gleich zur Praxis. Die Wissenschaft kommt sowieso meistens erst danach. Deswegen, du hast ja unseren Titel gelesen, der ist so ein bisschen, polarisierend oder sowas. Den können wir uns jetzt aufdröseln. Diversität, trendiges Buzzword oder Wandel im Journalismus? Diversität ist gerade in aller Munde. Und mal so. Ist das wirklich was jetzt was verändert in deiner täglichen Arbeit? Hast du das Gefühl, es ist jetzt gerade was leichter geworden oder stößt du immer noch gegen dieselben gläsernen Decken? Oder gibt es wirklich einen Wandel? Also erstmal so für dich, was sind so deine Erfahrungen in den letzten Jahren? Ich glaube, ich fange ja direkt mal mit einer Anekdote an, weil mir es auch direkt in den Kopf geschossen ist. Ich habe eine schwarze Kollegin beim RBB und ich habe die letztes Mal verzweifelt angerufen, weil ich irgendwie Angst hatte, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, nur wegen meinem Namen, wegen meinem arabisch klingenden Namen in den Job zu kommen und irgendwie voll Panik hatte deswegen und dachte so, shit, ich will ja auch genommen werden, weil ich wirklich was kann. So, und dann hat sie aber direkt zu mir gesagt, Samira, ganz lange wurden wir genau wegen dem Namen nicht genommen. Und jetzt müssen wir das ausnutzen und wirklich den Job dann einfach nehmen. Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Also ich glaube, es hat sich schon viel verändert, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Aber es ist auch noch unfassbar viel zu tun. Also die Redaktionen, in denen ich arbeite, ich arbeite ja hauptsächlich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sind mehrheitlich weiß und sehr homogen. Und das spielt sich natürlich in meiner täglichen Arbeit wieder. Also ganz oft werden Themen einfach anders gedacht oder anders angenommen, als ich das jetzt vielleicht intuitiv machen würde. Und ich glaube, das ist so das Hauptding. Aber es ist auf jeden Fall schon der Fortschritt zu sehen, dass mehr Menschen mit Migrationsgeschichte irgendwie in den Journalismus finden und die Wege auch ein bisschen leichter gemacht werden. Wie jetzt zum Beispiel auch bei mir durch das Programm der Heinrich-Böll-Stiftung, wo ich ja wirklich richtig gefördert werde.
Okay, vielen herzlichen Dank schon mal. Also du hast jetzt Diversität bezogen auf Migrationsgeschichte, deine eigenen Erfahrungen geteilt. Christine, nur, dass du kurz weißt, wo wir sind. Wir haben schon angefangen mit der ersten Frage, nämlich unserem Titelthema, trendiges Passwort oder echter Wandel. Aber jetzt, wo du wieder da bist und zumindest jetzt gerade Internet hast, wären wir froh, wenn du uns deinen Input geben würdest. Willst du den Bildschirm freigeben, oder? Genau, das wäre gut, wenn ihr mir das nochmal freischalten würdet. Ja. Super. Ah, jetzt geht's. Super, alles klar. Super. Ja, tut mir leid. Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, wenn ich in Zoom reingehe, dann fängt er an zu updaten. Ja, das ist mir schon öfter passiert. Ich bin ja ständig im Zoom mit meinen Studierenden und das passiert mir öfter und da ist irgendwas, da muss ich mal nachschauen, das nervt ziemlich, dass der dann immer anfängt abzudaten und dann werde ich rausgeschmissen aus Zoom. Ich habe die Zeit genutzt, um mal zu gucken, von wo sich überall Menschen dazugeschaltet haben. Siehst du dann rechts alles im Chat, aber jetzt zu deinem Vortrag. Wir freuen uns. Leg mal los. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich finde es natürlich super, dass ihr das Thema auch wieder aufgreift oder aufgreift, um darüber zu debattieren. Und natürlich, also das ist jetzt die Frage des Tages, wie kann man die Vielfalt im Journalismus stärker etablieren? Und wir haben uns, ich wollte euch hier diese Studie mal vorstellen, die ich gemacht habe mit den neuen deutschen MedienmacherInnen und davon ausgehend am Ende dann auch zwei Thesen und drei Untersuchungsfragen anbringen und auch mal überleiten schon in den Diversity Guide. Und ich glaube, das schließt jetzt ganz gut an das, was meine Vorrednerin gesagt hat zum Thema, ja, wie hat sich denn das verändert in der letzten Zeit? Das können wir, glaube ich, hier an der Studie auch mal ganz gut sehen. Aber zuerst mal angefangen, wenn wir uns jetzt anschauen, warum der Journalismus überhaupt vielfältiger werden soll, da muss man sich natürlich auch angucken, welche Verantwortung die Medien haben, beziehungsweise welche Verantwortung denen eigentlich zugeschrieben wird. Und hier sehen wir in der Studie der von Allensbach, ist schon ein bisschen älter, aber ist trotzdem interessant, dass hier die Verantwortung der Medien, was die Macht angeht, die Macht, die Meinungsbildung auch zu beeinflussen, als sehr groß beziehungsweise groß eingeschätzt wird. Also wir sehen ja, dass eine überwältigende Mehrheit von 95% hier sagen, das ist ein Riesenfaktor. Und wie äußert sich das? Ich habe jetzt hier mal ein paar Beispiele genommen, die natürlich nur Titelbilder ausdrücken. Das sind aber Symbolbilder und Titelbilder, die immer wieder verwendet werden. Ich komme auf das Thema auch der visuellen Einrahmung von Vielfalt, weil ich da kürzlich auch ganz interessant mit Fotojournalisten drüber diskutiert habe, wie das denn sich eigentlich mit diesen Symbolbildern verhält. Wie bebildert man denn eigentlich auch Text? Und dieses rechte Bild mit den drei Frauen von hinten fotografiert, das kennt ihr alle, das haben wir alle schon mal gesehen, ist ein beliebtes Motiv. Hier stand es in einem Zusammenhang eines DPA-Berichts über Migration. Also nicht mal sogar Muslime, sondern eben Migration. Und hier sieht man auch, dass Vielfalt sehr oft verwendet wird, um auch bestimmte Sinninduktionen zu generieren. Also das sind ja so eine Art ein bisschen manipulative Bildmittel oder auch textliche Mittel, wo dann eben bestimmte Thematiken miteinander verknüpft sind, die ureigens überhaupt nichts miteinander zu tun haben müssen. Und so schafft man eben neue Medienthemen und neue Frames, die dann immer wieder rekonstruiert werden durch neue audiovisuelle, visuelle oder auch textliche Inhalte. Und insofern kann man eben sehen, dass sich über die Jahre, was die Medienframes angeht, da eben nicht wirklich so viel getan hat. Wenn wir uns jetzt nochmal angucken, wie sieht es denn eigentlich aus in der Medien- und Kommunikationsforschung? Was haben wir denn da eigentlich an Befunden, wenn wir uns die Diversität anschauen? Da gibt es
Zum einen ganz klar auf der ersten Ebene mal die Inhalte, ne? Wie ist die Berichterstattung oder wie sind die Inhalte? Da kann man sagen, dass über Themen, die zum Beispiel die kulturelle Diversität betreffen, auch Migration, dass die eher negativ sind, kulturalistisch, ethno- und eurozentristisch, dass da auch eine Themenarmut vorherrscht. Ne? Es wird immer sehr ereigniszentriert berichtet. Und fremdgemachte und fremdmachende Medienbilder, die ich ja eben auch gezeigt habe. Ja, das sind ja, das werden wir gleich noch sehen, überwiegend deutsche Journalisten, deutschstämmige biodeutsche oder standarddeutsche Journalistinnen, die hier dafür gesorgt haben, dass diese Medienbilder eben so relativ eindimensional vorhanden sind. Dann werden die Zielgruppen zu wenig berücksichtigt. Und damit meine ich auch nicht nur die Einwanderer oder migrantischen Zielgruppen, sondern insgesamt eher eine postmigrantische oder super diverse Gesellschaft, wenn man es mit Vertovec sieht. Eine Gesellschaft, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten wirklich dynamisch und exponentiell vervielfältigt hat. Und die Medieninhalte, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum jugendliche Nutzer sich auch von den Öffentlich-Rechtlichen vielleicht nicht so angesprochen fühlen, weil sie eben sehr vielfältig sind, weil sie Diversität mit Diversität täglich umgehen und weil sie das auch schätzen und weil sie sich da einfach nicht wiedergespiegelt sehen. Wenn man sich die politische Beteiligung ansieht, dann findet man in den Gremien auch wenig Diversität. Man findet einen Sitz für Migrantinnen, man findet einen Sitz für MuslimInnen, man findet einen Sitz für LGBTQ. Und das ist dann alles so zugewiesen. Das sind solche Gruppenrechte, wie wir sie eigentlich aus der Politik des Multikulturalismus aus den 90ern kennen. Also man kann eigentlich sagen, die Gremien, wie wir sie heute sehen, die spiegeln eigentlich ein Geschehen der 90er wider und nicht die aktuelle Vielfach- und Multidiversität, die wir eigentlich sehen in der Gesellschaft. In Deutschland kann man auch sagen, dass der Community-Sektor unterentwickelt ist, sich auch also in dem Feld des Selbstverständnisses in journalistischen Medien zu wenig getan hat. Und die personelle Struktur ist eben natürlich auch ganz, ganz niedrig angesiedelt, was Vielfalt angeht, was jetzt hier mit Blick auf Migration Vielfalt angeht. Und so ähnlich sieht es ja dann auch mit anderen Diversitätsaspekten aus. Was haben wir mit dieser ersten Untersuchung gemacht? Wir haben von Februar bis August erstmal 122 Redaktionen und 126 ChefredakteurInnen angesprochen, beziehungsweise Medienverantwortliche. Und das waren eben die reichweitenstärksten deutschen Medien. Und da wurde eben gefragt, gibt es da eben JournalistInnen mit Migrationshintergrund, beispielsweise in ihren Redaktionen wird der Migrationshintergrund erfasst? Und welche Ansichten haben Sie zum Thema Diversität, divers besetzter Redaktion? Entschuldigung. Dem schloss ich dann eine qualitative Fallstudie sozusagen an. Es konnten nur 5 persönliche qualitative Interviews geführt werden. Das war dann eben das, bis wohin die Mittel reichten. Und da habe ich dann gemeinsam mit den neuen deutschen Medienmacherinnen hier die Personen befragt. Da mussten wir schon feststellen, die Personenauswahl, die war dann auch recht heteronormativ im Sinne hauptsächlich männlicher und standarddeutscher RedakteurInnen, die wir da angesprochen hatten, weil es eben auch da einen großen Mangel gibt. Schon aus den Befunden der Befragung per Mail konnten wir herausfinden, dass es kaum ChefredakteurInnen mit Migrationshintergrund in den reichweitenstärksten deutschen Medien gibt, dass die Medienhäuser auch nicht wissen, wie homogen die Redaktionen besetzt sind und sie das auch nicht wirklich wissen wollen. Und die Diversität auch überwiegend zwar positiv bewertet wird, das ist eigentlich ein sehr herausragender Befund, aber es wird zu wenig dafür getan, zusammengefasst. Wie sieht das zahlenmäßig aus? Also 6,4% der ChefredakteurInnen hat einen sogenannten Migrationshintergrund. Und ohne Migrationshintergrund sind dann eben 93,6%.
Und da muss man noch einschränkend sagen, dieser sogenannte Migrationshintergrund, das sind eher Menschen, die ihre Wurzeln im europäischen Umfeld haben, also in den Nachbarländern. Und nicht die Personen, die vielleicht Diskriminierungserfahrungen erlebt haben, die ja dann auch vielfältige Perspektiven einbringen können. Ja, das ist natürlich absolute Diskrepanz zwischen den Menschen, die mittlerweile hier vielfältig ansässig sind und die Gesellschaft, wie sie sich eben so darstellt. In der qualitativen Untersuchung haben wir nochmal geguckt oder nachgefragt, wie vielfältig sind denn tatsächlich diese journalistisch arbeitenden Redaktionen und welche Anstrengungen werden konkret unternommen, um die Strukturdefizite auszugleichen, beispielsweise in Form von Diversitätsstrategien. Also wie gesagt, der tollste und positivste Befund eigentlich, den wir da erlebt haben, ist, dass die Medienverantwortlichen in der überwiegenden Mehrzahl sagen, dass auch schon in der schriftlichen Befragung etwa zu 60-70% sagen, dass Diversität als Normalität begriffen wird. Und das finde ich eigentlich im Vergleich zu Vorgängerstudien unglaublich positiv und auch mutmachend. Ein anderer Aspekt ist, dass die Rücklaufquote auch bei der Mail-Umfrage schon unglaublich hoch war. Also da, das ist auch etwas, das hat man in früheren Untersuchungen, beispielsweise von Pöttger und Lohfink, die haben eben fast keine Rücklaufquote gehabt. Und wir haben jetzt eben gesehen, dass tatsächlich sehr viele geantwortet haben. Und vor allen Dingen, was auch in der qualitativen Untersuchung sehr stark hervorgekommen ist, ist eben, dass so eine Sensibilität besteht für Diskriminierungen. Also da wurde immer gesprochen von einer Awareness, die vorhanden ist, ja, das waren so Begriffe, die da verwendet wurden und dass man ja auf jeden Fall ganz stark dafür sensibilisiert ist, dass Diskriminierung eben zum Alltag von Minderheiten gehört und dass eben auch die Kommunikationsbedürfnisse sich entsprechend der gesellschaftlichen Vielfalt verändert haben und gewachsen sind. Allerdings, diese Ermittlung der Journalistin mit Migrationshintergrund, die wird in den Medienhäusern skeptisch gesehen. Und da kann man ja auch wirklich drüber diskutieren. Andererseits ist eben die Frage, wenn wir keine harten Daten und Fakten haben, dann hat man auch weniger Mittel und ja, Argumentationen an der Hand, um verstärkt auch dafür zu plädieren, eben die Vielfaltsentwicklung in den Häusern voranzutreiben. Also wir brauchen eigentlich diese Zahlen, diese harten Fakten, um da auch argumentieren zu können. Was haben die so gesagt? Die haben unter anderem geantwortet, wieder frei vom ZDF, wie die zum Thema der Einstellung zur Diversität in der Einwanderungsgesellschaft, dass mittlerweile die zweite, die dritte Generation hier selbstverständlich lebt und deshalb über sie berichtet werden muss und sie auch Zugang haben muss zum journalistischen Beruf und zu anderen Berufsbildern, die mit den Medien verbunden sind. Herr Gößmann freut sich, dass die Gesellschaft sich geöffnet hat, dass sie sich geweitet hat, dass es weit weg ist vom Mief der Adenauer-Jahre, sicherlich auch vom Vorwende-Mief. Diese Gesellschaft ist reicher geworden, diese Gesellschaft ist auch kontroverser geworden. Auch was die Zielgruppeninhalte und den Medienpluralismus angeht, war eben war mehr oder weniger Konsens, dass Menschen aus der Einwanderungsfamilien und postmigrantischen Gesellschaften viel stärker angesprochen werden sollten. Und was auch ganz interessant war, dass die Befragten sich dazu geäußert haben, dass sie auf jeden Fall auch einen Zusammenhang sehen zwischen Pluralisierung der Berichterstattung und der Vielfalt der Redaktion. Das finde ich auch ganz interessant. Dieser Befund, geht ja sozusagen gleich auf mit wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, unter anderem von Napoli oder auch Karpinen, die auch sagen, also Meinungspluralismus haben wir auch eigentlich nur, wenn wir eine Vielfalt in den Redaktionen haben. Das ist übrigens auch ein Thema, worüber viel diskutiert wird in der Kommunikationswissenschaft, ob das wirklich so sein muss.
Was auch ganz interessant ist, die Journalisten mit Migrationshintergrund werden mit ihren Perspektiven stärker wahrgenommen. Diese deutsche Brille, das ist auch so ein ambivalentes Ding, ja. Also zum Beispiel bei Korrespondentinnen sollen die sozusagen aus der deutschen Sicht und Perspektive berichten oder doch lieber so eine Art ja, Perspektive der Menschen vor Ort berichten. Und das wurde in den Antworten dann eben so formuliert, dass sie zwar die deutsche Brille nicht besonders gut finden, aber ihnen klar ist, dass sie immer noch existiert. Also die deutsche Sicht auf die Welt sozusagen. Zu Zielgruppen, Inhalten und Medienpluralismus wurde dann beispielsweise gesagt, wenn Sie Muslime sind und hier aufgewachsen, sind Sie jetzt nicht unbedingt eine eigene Medienzielgruppe für mich. Also teilweise ja, aber diese Formate, wie Funk, sprechen ja diese neue Mischung an, also diese postmigrantische Gesellschaft vielleicht. Je mehr Vielfalt, desto mehr Meinungsvielfalt. Auch hier wieder das Thema Medienpluralismus und Vielfalt aufgegriffen. Und jede Diversität macht uns in der Wahrnehmung breiter und ist eine Bereicherung. Aber ich würde nicht danach casten. Das war Ulf Poschardt. Also er sagt zwar, es ist zwar alles ganz schön, aber er würde auf jeden Fall die Rekrutierungsmechanismen, um diese JournalistInnen aktiv anzusprechen, das würde er nicht machen. Auch ein interessanter Aspekt, über den wir sicher noch diskutieren können. Die Diversity-Maßnahmen sind im WDR zwar vorhanden, das ist so der WDR ist quasi so ein bisschen der Vorreiter in Deutschland, aber ist natürlich im internationalen Vergleich noch weit zurück. Die Diversity-Konzepte sind weder nachhaltig noch umfassend, noch sind sie transparent nachvollziehbar. Es gibt punktuelle Projekte, die sind sicherlich gut, aber die sind nicht nachhaltig. Die Rekrutierungsmaßnahmen mit Blick auf Vielfalt, die finden eben auch nur vereinzelt statt. Der HR, der Hessische Rundfunk, hat eine ganz erfolgreiche Kampagne allerdings gefahren, die habe ich hier jetzt noch nicht drin. Die haben ganz bewusst auch Menschen mit Migrationsgeschichte angesprochen oder vielfältigen Perspektiven und die waren auch sehr erfolgreich und konnten diese Leute ansprechen. Die sind jetzt bei denen im Volo. Ja, und das ist sehr erfolgreich gelaufen. Die interkulturelle Kompetenz im WDR und der DPA ist natürlich bei den Korrespondentinnen ein Einstellungsmerkmal, das soll man nicht verkennen. Ja, also bei der DPA gerade, da müssen die natürlich auch einen gewissen breiteren Blick auf die Dinge haben. Als Fazit kann man sagen, die Befragten oder Interviewten sprechen sich mehrheitlich für Diversität in den Redaktionen aus. Das Bewusstsein ist gesteigert, aber es gibt eben noch nicht Bewusstsein noch nicht so viele Taten. Ja, ich mache jetzt nochmal Also hört ihr das auch nicht? Ja, man hört sie nicht mehr so gut. Aber jetzt geht's vielleicht? Oder auch nicht? Genau. Hört sich sehr gestockt an. Vielleicht warten wir ganz kurz. Ich mache mal kurz mein Video aus. Ja, vielleicht hilft das. So, okay. Auf jeden Fall können diese positiven Einstellungen zu Diversität. Die sind auf jeden Fall eine gute Grundlage gewesen für uns, auch nochmal diesen Diversity Guide anzugehen. Da rede ich gleich noch was. Spreche ich gleich noch drüber. Ja, was haben wir als Fazit noch rausgefunden, sollen sozusagen einen
Ja, die sollen gemanagt werden. Dafür braucht es eben eine starke Leitungsebene, die das ganz klar vorgibt und auch die Zeitrahmen vorgibt, die die Zielsetzungen ausformuliert und die auch auf allen Ebenen des Unternehmens greifen, für alle Ebenen des Unternehmens auch Konsequenzen haben. Und dass auf der inhaltlichen Ebene dann gesucht wird, neue Perspektiven und Schichten zu erzielen. Nicht nur jetzt in der Nische, bei Funk oder so, sondern auch in der Fläche. Also die ARD hat ja schon damit begonnen, Funkinhalte einzubetten auf ihre Mediathekseite. Ich denke, das ist trotzdem ein bisschen wenig, wenn in Krimiserien oder sonst wie das eigentlich weitergeht. Man kann dich wieder nicht hören, Christine. Oh, jetzt ist sie rausgeflogen. Also wir werden irgendwie immer weniger. Moment. Ich bin wieder da. Okay. Ja, jetzt bist du zu hören. Moment. Ach, es tut mir echt leid. Ich verstehe nicht, was das ist, wieso das. Ich kann das auch irgendwie nicht abschalten. Ich habe das eben schon versucht, aber. Aber jetzt kann man dich auch besser hören. Gerade hat es wirklich sehr viel gestoppt und jetzt ist die Qualität auch deutlich besser. Okay, dann können wir es jetzt nochmal versuchen. Genau, ich glaube, du brauchst die Bildschirmteilrechte. Ja. Alles klar. Bis wohin waren wir? Waren wir bis hier gekommen? Ja, ich glaube, ne? Also Fakt ist, wir haben uns überlegt, dass man von den Best Practices auch her denken soll und sich auch mal umschauen muss im internationalen Kontext. Wie sieht es denn eigentlich da aus? Und da ist ganz klar, diese quantitative Erhebung von JournalistInnen mit Migrationsgeschichte, die findet auf jeden Fall in vielen Bereichen statt. Also freiwillige und anonyme Umfragen gibt es schon beim SWR und beim WDR, zumindest bei den VolontärInnen. Mhm. Und bei der BBC gibt es anonyme Befragungen aller Beschäftigten. Die haben da nicht solche Probleme. Und die können natürlich auch dann ganz genau benennen, wie jetzt in einzelnen Redaktionen oder Bereichen der Anteil der Menschen mit diversem Hintergrund sind. Und das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man Zielsetzungen formulieren möchte. Anders geht es ja kaum. Und das macht die BBC auch ganz erfolgreich und die macht das auch sehr, sehr transparent. Also das kann man auf den Homepages von denen nachlesen. Auch in den USA wird das gemacht von der FCC und der ASNI und so weiter. So. Was gibt es noch zu sagen zu den Best Practices bei der BBC? Ja, sie versuchen auf jeden Fall, die Communities so abzubilden, wie sie sich in der Gesellschaft auch präsentieren. Ne? Also da werden jedes Jahr werden dann neue Quoten festgelegt, je nach Anteil von Minderheiten in der Gesellschaft. Und dafür gibt es dann eben ganz bestimmte Quoten und die beziehen sich eben nicht nur auf das Personal, sondern auch auf die Führungsetage. Und die müssen dann quasi, haben dann so quasi so eine Art Challenge, wo sie dann sagen, okay, welche Redaktion hat jetzt in der Zeit am meisten in Richtung Diversity bewegt. Sie wollen auf jeden Fall ein diskriminierungssensibles Betriebsklima schaffen. Und das Ergebnis ist natürlich. Was ist das jetzt? Kam das von dir, Christine? Ich versuche es jetzt noch. Wollen die Bitte natürlich ein. Also jetzt bist du wieder nicht mehr so gut zu hören, Christine. Also das, was du sagst, kommt sehr gestockt. Nicht mehr gut hören. Ja, wir müssen, glaube ich, ganz kurz warten, ob jetzt
die Tonverbindung von Christine wieder besser wird. Ich sehe gerade, dass... Das war ein Spam eben, alles klar. Ich sehe gerade, dass nicht alles stumm geschaltet ist. Ja, ne, Bruder! Was passiert hier? Einmal an Juliane kurz. Könntest du alle stumm schalten außer Christine? Ich glaube, nicht alle sind gerade stumm geschaltet und es könnte sein, dass einfach Hintergrundgeräusche von anderen kommen. Ja, und Christine kann gerade nicht mehr sprechen. Oh, das ist ein Spam, hat jetzt Kerem geschrieben. Hört ihr mich jetzt wieder? Ah, okay. Ja gut, jetzt hört man sich wieder, ja. Alles klar, okay, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich probiere jetzt nochmal da einzusteigen. Ich bin auch gleich fertig. Ja. Und dann geht es vielleicht besser gleich. Okay, also was die BBC auf jeden Fall damit auch erreicht hat, ist ja, dass sie auch neue Publikumsgruppen erreicht hat. Ja, es wird ja hier immer argumentiert, dass ja diese Vielfaltsentwicklung auch Geld kostet und jetzt in der Sparsituation, da können sich das die Medien... Was ist das? Kann man das nicht stillhalten? Wer ist Nicole Martins? Könnt ihr den vielleicht mal rauswerfen? Ich glaube, das ist so eine Spam-Geschichte, oder? Schon passiert. Das passiert halt ständig. Deswegen, ich muss jetzt alles im Blick behalten. Sorry, aber bleibt ruhig. Alles wird gut. Okay. Genau, dass sie eben neue Publikumsgruppen auch ja, dadurch gewinnen konnten. Und das ist ja sehr interessant, weil, wie gesagt, hier immer dieser Sparzwang vorgeschoben wird, um zu sagen, ah, wir können das nicht machen, wir haben dafür kein Geld, wir müssen uns erstmal um die Digitalisierung kümmern. Also dem ist offensichtlich nicht so, wenn man neue Publikumsgruppen oder Zuschauer oder Leser gewinnt. Von da ab haben wir eben überlegt, wie können wir den Medienunternehmen helfen, dieses umzusetzen, und haben dann eben diesen Diversity Guide aufgesetzt. Der ist exklusiv für Führungspersonen. Die bekommen den auch nur, wenn sie mit den NDM vorher eine Stunde geredet haben und dann eben klar gemacht wird, dass das eben nicht einfach ein Ding zum Durchblättern ist, sondern dass man hier wirklich ganz dezidierte Anleitungen bekommt und Praxisbeispiele und Hilfestellungen, wie man Diversity umsetzen kann für Anfänger oder auch für Experten. Ja, also das richtet sich an alle, die jetzt beginnen, Diversität umzusetzen, oder auch an solche, die schon so ein bisschen was haben. Und was auch drin ist, sind Evaluationsmethoden. Wie kann man denn Diversity-Maßnahmen und Strategien evaluieren? Ja, das ist eben auch eine Frage gewesen. So, ich habe jetzt hier zum Abschluss noch zwei Thesen und drei Fragen, nämlich die These 1, die Notwendigkeit, also es gibt eine Notwendigkeit der Etablierung von nachhaltigen Diversitätsstrategien in den Medien. Also eben nicht immer noch weiter dieses Punktuelle, sondern wir müssen nachhaltig werden, wir müssen längerfristig denken und uns wirklich das als Chefsache erklären und da auch wirklich ein bisschen Geld investieren. Und dann hat man eben auch diesen Reward, vielleicht mehr Leser, vielleicht mehr Zuschauende, und das rechnet sich dann auch für die Unternehmen. Ohne vielfältige Perspektiven kann man auch nicht von der pluralistischen Berichterstattung sprechen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist aber eine Sache, die es heiß diskutiert in der Kommunikationswissenschaft, wo dann auch teilweise gesagt wird, ein guter Journalist kann eben über alles berichten, und die das auch ganz stark anzweifeln. Damit verbunden drei Fragen. Wird Diversity in der Kommunikationswissenschaft ausreichend und kritisch genug untersucht? Frage 2. Es sollte eigentlich auch eine offene Debatte innerhalb des Journalismus geben über die eigene Ethik. Aber wie kann das stattfinden? Wie könnte das funktionieren? Und die Frage 3, wie breit sollten wir Diversity eigentlich fassen? Macht es Sinn, die Einzelbereiche gemeinsam oder getrennt anzugehen? Also beispielsweise, dass es separate Gender-Stellen gibt, dass die Inklusion sozusagen, das Diversity-Thema für behinderte Menschen ist, und so weiter und so fort. Oder
könnte man das tatsächlich mit einem kritischen Blick unter dem Label Diversity untersuchen. Vielleicht können wir darüber später auch nochmal sprechen. So, vielen Dank. So, Zelda ist in der Zwischenzeit reingekommen und ist auch zum Kurs gemacht worden. Wir müssen sie nur noch mal ins Spotlight setzen. Ja, nee, ich bin gerade nur mit meinem Handy drin, weil hier das Internet gar nicht funktioniert gerade. Ich glaube, den nächsten Krieg-Retalk machen wir zum Thema Internet in Deutschland. eine kritische Perspektive. Ja. Genau, ich würde jetzt ganz kurz vielleicht die Breakout-Session anmoderieren, wenn es okay ist. Mhm. Also erstmal vielen herzlichen Dank für den Vortrag, Christine, und deine Fragen können wir auch gleich mitnehmen in die Session. Für uns hat sich jetzt so ein bisschen die Frage gestellt, wie können wir Leute miteinander ins Gespräch bringen, und deswegen tun wir euch jetzt in verschiedene Räume. Und als Frage Vorschläge haben wir für euch, warum interessiert ihr euch für das Thema des Talks? Was hat euch überrascht auch bei Christines Vortrag eben? Welche Fragen würden euch noch interessieren? Aber dann natürlich eben auch das, was Christine jetzt am Ende alles gefragt hat. Das könnt ihr auch mit reinnehmen. Und Juliane packt euch jetzt zu dritt in je einen Raum. Und in 5 Minuten sehen wir uns wieder. Bis dann. Hallo, es war jetzt kurz. Wir hätten jetzt noch weiterreden können. Ja, dann noch in der großen Runde soll es dann weitergehen. Ja. Ah, ich sehe, Zelda ist auch da, aber nur mit dem Handy wieder. Ich bin jetzt mal improvisiert da, ohne unseren fancy Hintergrund, den Juliane so schön gemacht hat. Und ich weiß auch nicht, wie lange mein mobiles Netz reicht, aber wir probieren es. Schön, dich zu sehen. So, jetzt sind wir schon mal richtig rum in Kacheln geordnet und alle anderen sind nicht im Sprechermodus. Das ist doch schon mal ganz praktisch. Ja, ich hoffe, dass ihr einen schönen, produktiven Austausch hattet. Und ich hoffe, dass so wenige wie möglich allein in einem der Räume waren. Wir haben die Befürchtung, dass mindestens eine Person in einem Raum alleine war. Aber wir hoffen, dass dann der Austausch in der großen Runde das wieder kompensiert. Ja, jetzt könnt ihr gerne auch, wenn ihr Fragen habt, das in den Chat stellen. Oder auch euch zu Wort melden. Und genau, dann wird euch Juliane das Wort geben, damit ihr eure Frage formulieren könnt und sie an die Referentinnen richten könnt. Und genau, wir würden so ein bisschen erstmal über das Problem sprechen, das mit dem Thema Diversity zusammenhängt, und danach würden wir so langsam in Lösungen übergehen. Das ist halt so unsere Vorstellung vom Ablauf. Genau. Für mich wäre es nur interessant zu wissen, Samira, jetzt wo du den Vortrag von Christine gehört hast, aus wissenschaftlicher Perspektive, natürlich in Zusammenarbeit mit Menschen aus der Praxis, was fandest du jetzt am interessantesten oder was war so eine Erkenntnis für dich, die du da jetzt mitgenommen hast? Oder was auch nicht überraschend ist, also genau dieses Statement, ja, wir finden das alle geil, also bitte mehr Diversität, aber wir wollen auch irgendwie nicht so wirklich was dran ändern. Also ich meine, viele Redaktionen bemühen sich und ich meine, es gibt immer besondere Leute in den Redaktionen, die das pushen. Aber ich glaube, so strukturell passiert da einfach noch viel zu wenig. Und deshalb finde ich diese Idee mit der Quote ganz interessant. Also da könnte man ja vielleicht auch nochmal drüber diskutieren, weil das schon einfach ein Hebel wäre. Und es einfach unglaublich wichtig ist, dass man nicht so homogen ist, damit einfach die Berichterstattung besser wird. Also es ist einfach faktisch so. Sollen wir jetzt mal kurz da, Galaxy J5 meldet sich. Ich nehme an, das ist dein Handy. möchtest du vielleicht mal kurz deine Frage stellen? Okay, wohl nicht. Dann finde ich diesen Aspekt, den die Christine gesagt hat. Ich wurde unterbrochen, als wir in einem Raum waren, also da konnte ich meine Frage bzw. meine Kritik nicht ausüben, also nicht zu Ende formulieren. Und meine Kritik, das hatte ich gesagt, das sind 2 Punkte, die mich noch ein bisschen stören. Einmal, dass wenn wir von Diversität sprechen und Meinungspluralität, inwiefern wir auch eine Meinungspluralität mit Diversität, also einem anderen nicht biodeutschen Hintergrund, aber auch einem
außerhalb dieses Akademischen, denn wir können nicht leugnen, dass der Großteil der Journalistinnen aus einem akademischen Umfeld kommen. Ich hatte selber Interviews geführt, wo zwei Journalisten mir auch gesagt haben, sie können es nicht leugnen, dass ihre Umgebung eben auch hoch akademisiert ist. Ein zweiter Punkt ist, wenn wir jetzt diese Journalistinnen haben, die den Migrationshintergrund haben, aber eben dieses strukturelle System eben nicht ändern, sondern eigentlich im Grunde bereits in ein etabliertes System drin sind, und das dann weiterhin aufrechterhalten und es reproduzieren. Denn sobald sie dieses System kritisch hinterfragen, also immer mehr wirklich an ihre Grenzen kommen, sie sich entweder also in diesem System behalten müssen oder wieder rausgeschmissen werden, weil sie dann unangenehm werden. Also wo da dann auch, wie viel Diversität ist denn wirklich auch erlaubt und nicht nur gewollt für die Medien und für unser besseres ja, damit wir uns alle besser fühlen. Ja, vielen Dank. Samira, du wirst gleich darauf antworten. Ja, ich finde es voll gut, dass du das sagst, weil ich das genauso sehe. Also Diversität ist ja ein sehr breiter Begriff und ich erlebe das in meiner Praxis 100% genauso. Also wir sprechen darüber, wir brauchen Menschen mit Migrationsgeschichte, stehe ich hinter, aber wir brauchen auch Menschen, die aus ArbeiterInnenfamilien kommen und halt nicht aus AkademikerInnenfamilien, weil da einfach auch dieselben Themen herrschen. Und es geht ja in der Basis eigentlich darum, eine gute Berichterstattung zu gewährleisten, so damit wir irgendwie Menschen erreichen, die wir gerade nicht erreichen. Und da ist der Punkt mega wichtig. Und da gibt es aber auch Programme, die das so ein bisschen fördern. Es ist immer noch, also aus meiner Praxis, ich kenne ganz, ganz wenige Nicht-AkademikerInnen. Und da muss ich auch was ändern. Das wollte ich unterstützend sagen. Und vielleicht zu dem Punkt noch mal ganz kurz, wie viel Diversität ist erlaubt. Ich glaube, das ist halt einfach jetzt ein Kampf. Also wir kommen jetzt in die Redaktion und müssen jetzt irgendwie mal die Hand heben, wenn über Islamisten statt über MuslimInnen gesprochen wird und sagen, hey Leute, also sorry, könnt ihr euch bitte mal informieren wirklich und nicht so, ja, also ich sage das jetzt einfach mal ganz klar, so eine Scheiße verbreiten. Und dann brauchen wir halt die Leute in den Führungspositionen, die zuhören, Punkt eins. Und wir müssen lang genug dabei bleiben, damit wir irgendwann selbst in die Führungsposition kommen und das unterstützen können. Das vielleicht von meiner Seite. Ja, sehr wichtiger Punkt. Ich hatte mich nämlich auch in dem Vortrag selber gefragt, wie es ist, wenn Menschen, wenn auch über Themen berichtet erstattet werden soll, wo die Menschengruppen nicht in die Redaktion schaffen können, wenn man zum Beispiel über Menschen mit Lernbehinderungen spricht. Sie haben auch Schwierigkeiten. Also man kann nicht erwarten, dass auch in Bezug auf Menschen mit psychischen Erkrankungen oder mit psychischen Fähigkeiten alle es schaffen können in der Redaktion, damit diese Themenpluralität auch gewährleistet werden kann. Was macht man denn damit? Da hatte ich mich gefragt. Also vielleicht kann ich ja mal was dazu sagen. Also das Thema oder die Frage, wie viel Diversität ist erlaubt, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und diese Frage nach den strukturellen Veränderungen, bleibt denn alles gleich? Oder wie ist das mit dem internen Kampf sozusagen, was Samira jetzt auch geschildert hat? Ich glaube, das hat damit auch was zu tun. Also diese Frage der Visible Minorities ist es ja, ne? Also es sind ein paar JournalistInnen jetzt drin, die sind Anchorpersons und die stammen aus genauso Obermittelschicht-Lehrerfamilien wie oder studierten Familien, akademischen Familien wie die standarddeutschen Kolleginnen auch. Ich glaube, es wird aber, wenn solche Sachen und solche Entwicklungen geschehen wie im HR, wo dann wirklich auch gefragt wird, JournalistInnen der Zukunft gesucht, ja. Und da wurde wohl auch nicht so sehr darauf geachtet, ob die jetzt einen akademischen Hintergrund haben. Ich glaube, der SWR, der hat auch eine Ausschreibung gehabt, wo man, glaube ich, ausdrücklich reingeschrieben hat, dass es nicht unbedingt Studiumvoraussetzung ist für das Wohl. Und ich denke, mit solchen kleineren, also das sind jetzt nur kleine Schritte, aber faktisch läuft es darauf hinaus, dass durch die Volontäre sich jetzt so ein bisschen eine Vervielfältigung einschleicht, ja. Und ich glaube, wenn die Stimmen in den Redaktionen einfach immer mehr werden, dann kann es doch passieren, dass eben auch diese Stimmen gehört werden, dass man dann auch verstärkt
dazu kommt, sich zu reflektieren als standarddeutscher Journalist. Da wurde man ja vorher nicht mit konfrontiert und jetzt wird man erstmals damit konfrontiert. Und ich denke einfach nicht, dass es sich durch die Zeit sozusagen ergibt, das auf keinen Fall. Aber ich denke, dass die Leute, die jetzt schon drin sind, auf jeden Fall da was verändern werden. Alleine dadurch, dass sie da sind und dass sie mehr sind als diejenigen, die vorher da waren und dass sie vielfältiger sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich dadurch was tut. Und die Frage des Awareness, man hat jetzt so ein Awareness, aber man tut eben nichts. Ich glaube, das ist auch wieder, das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist auch wieder, dass jetzt aus der Wissenschaft, aus der Praxis, aus Kooperation zwischen beiden auch so ein Druck aufgebaut wird langsam, den es lange nicht gegeben hat und der jetzt so ein bisschen verstärkt wird, auch mit diesen beiden Publikationen, kann ich mir vorstellen, dass das schon auch so ein bisschen Druck erzeugt, Wettbewerbsdruck. Ich habe gerade heute von der ARD eben diese Broschüre zugeschickt bekommen, was die alles für Diversität tun. Also hier ist sozusagen ein Bestreben, auf jeden Fall in die Richtung irgendetwas zu verändern. Und in welcher Form das stattfindet, ich glaube, da müssen wir alle dran mitarbeiten, um die so ein bisschen auch zu natschen in die Richtung, dass sie das so machen. Und eben natürlich auch die Diversität in ihrer Breite zu verstehen, eben nicht nur zugespitzt auf Migration, ganz klar. Also das wäre jetzt auch die Frage, ne? Begreifen wir das integriert oder machen das immer diese Einzelinitiativen und Einzel-NGOs nebeneinander oder macht man das vielleicht doch besser integriert, um da mehr pushen zu können? Ja. Dazu habe ich jetzt gleich noch direkt eine Frage. Also das Erste, was du ja angesprochen hast, dass die Menschen, die jetzt dann in den Redaktionen sind, auch Sachen pushen können und so weiter. Jetzt ist aber durch Repräsentation alleine ja noch nicht das Problem der problematischen Berichterstattung gelöst. Also nur weil jetzt eine Chefin bei der Bild-Zeitung ist, ist die Zeitung nicht weniger sexistisch. Und das finde ich immer so ein bisschen ein Problem, weil oft die Diversity jetzt, wie alle möglichen anderen Sachen, die soziale Bewegung erkämpft haben, dann quasi vereinnahmt wird, bürgerlich vereinnahmt wird oder im Neoliberalismus einfach, nimmt man sich das dann, den Begriff, macht ihn komplett, entleert ihn komplett und es hat gar keine wirklichen Auswirkungen auf die Inhalte, die dann tatsächlich auch passieren. Also du hast gesagt, Pluralität der Themen hat sich vergrößert. Aber kann man das auch für die Inhalte sagen? Also sind die diskriminierungskritischer, sind die sensibler gestaltet? Nee, leider nicht, muss ich dir leider zustimmen. Also da es gibt zwei Schritte vor, einen zurück. Ne? Also dass man... Manchmal denkt man dann, oh wow, das ist ja jetzt mal ein neues, schönes Format und dann kommt wieder sowas wie WDR, die letzte Instanz oder sowas. Also das ist auf jeden Fall noch ein langer Weg und ich glaube, deswegen habe ich auch die Frage gestellt, was mit der Wissenschaft ist. Die muss ja da auch ein bisschen umschwenken. Ich meine, was wir bisher gemacht haben, das ist Integrationsforschung. Ja, natürlich gibt es da auch Menschen, die in andere Richtungen forschen. Ich sehe da oben Käfer, Hamidi, hallo Käfer. Die partizipativ denken, die die Stakeholder involvieren in die Forschung und so weiter, die ganz explizit darauf drängen, das voranzubringen. Und ich glaube einfach, das findet noch viel zu wenig statt. Also das ist auch, ich glaube, die Wissenschaft hat da auch eine Aufgabe, die sie noch viel stärker die sie noch viel stärker begreifen muss. Es ist aber auch nicht so einfach, weil wenn wir jetzt sehen, dass Wissenschaft ja auch finanziert werden muss, dann merken wir alle, wie wir da an die Grenzen stoßen. Also es gibt sehr wenige Förderlinien, die so etwas, was ich gerade mache, fördern können oder wollen. Ich finde niemanden. Entweder es gibt Förderlinien, die nur ganz harte, knallharte Forschung machen. Wenn da ein bisschen Praxisaspekt drin ist, schütteln die sofort mit dem Kopf. Oder es gibt eben Förderlinien, die NGOs und lokale Projekte fördern. Aber nicht die Kombination
oder sehr schwierig die Kombination zwischen Wissenschaft und Praxis. Also es ist auch nicht so ganz einfach. Das ist ja eine Wissenschaftspolitik, die auch dahinter steht. Und das ist auch eine Sache, die uns Schwierigkeiten bereitet. Zur Förderung oder zu den Finanzen können wir ja gleich nochmal kommen. Vielen Dank schon mal für den Hinweis. Ich sehe gerade, dass Jubi sich gemeldet hat. Hi. Ich wollte nur eigentlich gerade auch nochmal auf das zurückkommen, was du, Sefta, gesagt hast, wegen dass mit Repräsentation die Geschichte alleine noch nicht zu Ende ist. Auch, also nicht nur wegen der Frage, dass quasi Diversität dann so ein empty signifier wird, weil es in so neoliberalistische Logiken einverleibt wird, aber auch quasi, was ist die Relation zwischen der Diversität im Repräsentieren von verschiedenen Menschen und der Themenpluralität, weil wenn es dann einfach darauf hinausläuft, dass Black Indigenous People of Color halt dann immer nur diese Themen bearbeiten und nicht dazu oder nicht beispielsweise dabei gefördert werden, um irgendwie Themen zu bearbeiten, die economic sind oder die sonst was oder im Kulturbereich oder das Feuilleton oder sowas, dann haben wir, also dann werden genau wieder die gleichen Problematiken reproduziert, so quasi schwarze Frau kann nur über schwarze Themen schreiben. Und dann ist es nicht wirklich eine Diversität und eine Pluralität, sondern so wieder eine Schubladisierung. Und ich glaube, diese Best Practices oder, ich glaube, das gilt auch für die Wissenschaft, absolut. Aber ich denke, diese Best Practices müssen auch auf das Verhältnis zwischen das Verhältnis zwischen Themen und Lebensrealitäten und Repräsentationen bearbeiten oder das zumindest auch in den Fokus rücken. Mhm. Da würde mich jetzt direkt mal interessieren mit Samira, wie nimmst denn du das wahr? Du bist ja jetzt direkt im Feld, du bist ja aus der Praxis. Das ist tatsächlich auch etwas, wo ich mich mit vielen Menschen aus meiner Umgebung, die auch Migrationsgeschichte haben, schon oft darüber unterhalten haben. So, wir wollen nicht die sein, die dann in die Redaktion kommen und die Themen machen, die uns ja vermeintlich dann zustehen. Und also ich muss ehrlich sagen, aus meiner direkten Erfahrung, ich bin sehr viel aktuell, also ich arbeite sehr viel aktuell. Das heißt, ich mache wirklich tagesaktuelle Geschichten. Gerade bin ich Präsenterin für einen Account, der heißt Klimaneutral, also geht es um Klimaberichterstattung. Und ich glaube, man muss da halt immer, also da muss einfach die Redaktion sich darauf einstellen. Also ich würde überhaupt nicht erwarten, dass, wenn jetzt eine schwarze Frau in eine Redaktion kommt, dass die dann nur über schwarze Themen schreibt. Aber wenn sie es will, dann soll sie das tun, dann soll es auch keine andere machen. Also das ist so ein bisschen, da muss man einfach flexibel denken. Und ich kenne zum Beispiel viele Leute, die auch über die Themen schreiben wollen, die sie aus ihrer Lebensrealität, aus ihrer Geschichte beschäftigen. Und das sollen die dann auch tun dürfen und dann halt auch als Erste oder als Erste. Aber auf keinen Fall sollten sie dazu gedrängt werden. Und das habe ich persönlich, also es ist halt auch am Anfang dann immer irgendwie so, ja, hey, schön, dass du da bist, wir brauchen unbedingt jemanden, der über marokkanische Themen schreibt, also wenn du irgendwie in der Community bist, dann sag uns doch mal Bescheid, dann kannst du gerne Themen bei uns machen, das lächle ich dann halt auch immer weg, weil ich so bin, so, ja, Leute, nee, also so halt nicht. Emma, du musst dich noch... Ich vergesse immer, mich zu entstimmen. Und andersherum kann ja auch noch ein anderes Problem entstehen, dass wenn dann Menschen zum Beispiel die sich als BIPOCs identifizieren, dann zu Wort kommen, dass sie halt so absichtlich zu Wort genommen werden, dass sie die weiße Perspektive kommunizieren. Dieses Phänomen dann hat ja auch noch eine Bezeichnung, dass sie dann Kronzeugen genannt werden, also dass sie bewusst als solche platziert werden, um ganz bestimmte Dinge auch zu sagen. Und zwar nicht mal aus der Perspektive der BIPOCs, der Community, sondern irgendwie völlig losgelöst von denen. Vielleicht habt ihr dazu auch irgendwie Erfahrungen oder Meinungen? Ansonsten hätten wir uns noch gefragt, wie das dann ist mit der Lehre eigentlich. Was müsste sich vielleicht in der akademischen Lehre ändern, damit Studierende besser ausgebildet werden, um eben mit dieser Frage der Diversität besser umgehen zu können? Was müsste sich vielleicht in der journalistischen Ausbildung verbessert werden, damit es da auch zu einer Verbesserung kommt? Und was müsste sich vielleicht auch in den Arbeitsbedingungen dann ändern, wenn man
als Journalistin, Journalist arbeitet. Vielleicht nochmal Samida, wenn sie möchte. Ich gehe, glaube ich, auf den letzten Punkt nochmal ein. Und zwar glaube ich, dass nämlich auch, also wenn wir jetzt, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass wir Diversität als breiten Begriff irgendwie haben wollen. Also zumindest ich persönlich würde das auf jeden Fall sagen. Und dann sehen wir, also es gab letztens auch eine coole Grafik von Katapult, so Praktika bei den Öffentlich-Rechtlichen werden nicht bezahlt. Also ich habe beim RBB damals 0 Euro bekommen für anderthalb Monate wirklich harte Arbeit. Und ich bin glücklich und privilegiert, dass ich ein Stipendium habe und mir das so finanzieren könnte. Aber wie sollen denn Leute, die aus Arbeiter, wie sollen sich das denn leisten können, in Berlin anderthalb Monate zu leben und da ein Praktikum zu machen? So, das ist so der erste Punkt. Mhm. Und ich glaube, vielleicht nochmal zum Punkt Ausbildung. Ich bin ja selber noch auf einer Journalistenschule, die auch sehr weiß ist. Also ich glaube, wir sind zu zweit, die vielleicht Migrationsgeschichte haben. Und ich finde das ganz toll, wie das der SWR zum Beispiel gemacht hat. Die haben nämlich ganz gezielt Menschen angesprochen, aber auch ganz divers gedacht. Also nicht nur, hey Leute, wir wollen Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern wir wollen auch LGBTQ-Leute haben. Ganz gezielt und haben wirklich auch eine richtig große Marketingkampagne gestartet, auf Instagram geschaltet, auf Twitter. Und das brauchen wir auf jeden Fall, damit die Jahrgänge der zukünftigen VolontärInnen halt nicht so weiß sind, wie sie jetzt, also praktisch einfach wirklich sind, wenn man sich umschaut. Bei den Öffis, aber auch bei den Journalistenschulen, bei den Großen. Man hört dich gerade nicht, Zelda. Okay, genau. Kira hat sich gerade gemeldet. Der forscht ja auch schon ganz viel, ganz lange zu diesem Thema. Genau, kannst du mich mal. Ja, hallo an alle. Ja, forschen, naja, ich mache so ein paar Veranstaltungen und so weiter. Aber was an der Lehre geschehen soll, vielleicht dazu. Erstmal vielen Dank an Christine. Das war, hört man nicht so? Hört man nicht? Man hat sich gut. So, okay. Ja, ich finde diese Studie sehr, sehr wichtig. Also das bekannte Problem wurden endlich Evidenzen geliefert. Vor allem für so Organisationen, die in diesem Bereich arbeiten, können wir diesen Zahlen Interessenvertretung, Advocacy machen. Deswegen finde ich so wichtig, diese Studie, und auch als Anstoß. Das eine, was ich sagen wollte, in der Lehre vielleicht auch in die Kommunikation reinschauen, ne? Wie divers ist Kommunikationswissenschaft? Wir kritisch untersuchen immer Journalismus, sollte divers sein und Anteil und so weiter, aber wie sieht denn der Kommunikationswissenschaft strukturell? Sollte man auch da reinschauen. Erstmal wäre so eine Ebene. Dann andere Ebene ist in der Lehre inhaltlich kaum dieses Thema in der Kommunikationswissenschaft. Es gibt so einzelne Studien, die damit beschäftigen, aber es sind sehr wenige. So Digitalisierung ist ein großes Thema und solche. Ne? Aber das Thema Diversität kommt gar nichts. Auch so irgendwie Seminare auf Lehrveranstaltungsebene, Module, gar nichts. Ne? Das wäre sehr, sehr wichtig, dass vielleicht auch sowas gemacht wird. Und dann, wenn man so klassische Einwanderungsländer oder so Migrationsgesellschaften in England oder Amerika, gibt es Studiengänge. So Diversität und Journalismus, komplette Studiengänge, die angeboten werden. In England zum Beispiel zwei. In Deutschland ist noch weit entfernt. Wie gesagt, gibt nicht mal in der Lehre so kleinere Module. Das ist alles Perspektiven, ja, was nächste Zeit ansteht, was man so ein bisschen verfolgen konnte, sowas auch hier zu realisieren. Ja, danke auf jeden Fall für diesen Beitrag. Damit sind wir eigentlich direkt auch schon in das Thema, also in diesem Bereich Lösungen, vielleicht potenzielle Lösungsansätze übergegangen. Und vielleicht können wir dann dabei auch bleiben, weil uns auch die Zeit davon rennt. So ungefähr in 7 Minuten müssen wir langsam die Diskussion beenden. Ansonsten würde ich vielleicht, haben Christine und Samida vielleicht direkt eine Antwort auf Käfer? Oder? Mich würde vorher interessieren, was Christine dazu sagt, weil dieser ganze Bereich, was müssen wir mit der Kommunikationswissenschaft machen, habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, weil ich mich so auf quasi meine Umgebung konzentriere, was das Thema angeht. Ja, ich glaube, Käfer ist ja auch in diesem Projekt drin. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie man die so eine Art tiefe Internationalisierung in der Kommunikationswissenschaft vorantreibt. Also eben nicht nur Internationalisierung als mal
wir publizieren jetzt mal auf Englisch, sondern wir nehmen das Thema auf und hinterfragen uns kritisch, welche Theoretiker wir dann zitieren, aus welchen Regionen der Welt, welche wir überhaupt kennen, wo wir überhaupt Zugang dazu haben. Ja, und das ist mal so eine Fragestellung, wie kann man das eben, diese Internationalisierung tatsächlich mal zu Ende denken. Also das glaube ich. Das hört sich an wie Diversität in der Kommunikationswissenschaft. Ja, so mehr oder weniger ist es, glaube ich, gedacht, ja. Also wir haben jetzt erstmal so ein Netzwerk gegründet und jetzt geht es tatsächlich in die Arbeit, aber ja, mal gucken. Das sind auf jeden Fall Themen, die da anstehen. Das ist wichtig. Mich würde noch eine Sache, die du vorhin angesprochen hast, Christine, und die Samira auch gesagt hat, Geld. Geld ist ja immer das Problem oder die Verteilung von Geld, Geld an sich vielleicht auch, aber die Verteilung ist gerade das größte Problem und auch der Diversity Guide wurde ja finanziert, unter anderem von Google mit und Samira, du bist bei einer politischen Stiftung und das hat uns zu der Frage gebracht, wie viel Unabhängigkeit braucht man eigentlich, um darüber zu forschen oder auch um sich, um sich als Journalistin weiterzuentwickeln? Ja, das ist eine gute Frage. Also die ist einfach beantwortet. Man braucht eigentlich maximale Unabhängigkeit, aber die haben wir nicht. Also die ist nicht da. Also man kann natürlich sagen, auch jetzt diese durch Google geförderte Studie, da hat jetzt niemand reingeredet oder sowas. Das ist auch bei Forschungsmitteln von politischen Stiftungen nicht der Fall. Nur das ist halt eben so, man weiß halt eben nicht, was die jeweiligen Geldgeber dann eben mit den Befunden letztendlich, was die für sich daraus ziehen. Und gut, andererseits, wenn die Studie publiziert ist, dann weiß man nie, was jemand damit macht. Insofern, ja, ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ne? Andererseits, wenn die nicht da wären, dann gäbe es überhaupt kein Geld, weil, also, ja. Es ist ja nicht so einfach. Und vielleicht kann Käfer auch noch was dazu sagen. Vielleicht hast du noch irgendwelche anderen Ideen dazu. Mir fällt da kaum was zu ein. Ich bin da sehr. Ja. Nee, ich kann nichts Neues sagen. Du hast eigentlich, ich hätte auch keine anderen Vorschläge. Gelder, die so geben und man kann es machen, was du willst. Nee, leider nicht. Ja, und dasselbe Problem besteht ja auch so ein bisschen damit, auch, also die Frage geht halt auch so, könnte man auch so stellen, wie nützen denn Stipendienprogramme, also wenn man Geld in die Hand nimmt, um Stipendienprogramme zu finanzieren damit, um so diverse Menschen zu fördern, ist das dann der Weg vielleicht, ist das der einzige Weg oder wie nützlich kann das denn sein, vielleicht an Samira gerichtet als Frage? Also mir hat das total, also ich habe das auch im Vorgespräch gesagt, ohne das Stipendienprogramm wäre ich auf keinen Fall da, wo ich jetzt bin, also wirklich gar nicht, weil mir diese Förderung unfassbar auf die Beine geholfen hat, meinen Traum irgendwie zu verwirklichen. Aber das Ziel ist natürlich, diese Praktik, also keine Hürden zu schaffen, damit Menschen es einfach auch machen können, die vielleicht keine Unterstützung von ihren Eltern bekommen. Also so Praktika zu finanzieren, ich meine, du arbeitest da wirklich so. Warum wird das nicht bezahlt? Warum können sich das nur Menschen leisten, die, ja, keine Ahnung, 700 Euro von ihren Eltern bekommen? So, das verstehe ich nicht. Und das ist eine Hürde, die abgebaut werden muss. Und wenn wir sowas, also wenn wir diese Hürden anfangen abzubauen und auch bei anderen quasi Sachen angreifen, dann ist es auf jeden Fall leichter, das dann auch zu machen für alle, für jeden. Mich würde noch interessieren, Samira, was sind außer dem Geld noch die Sachen im Stipendienprogramm, wo du sagst, das hilft mir einfach total oder das war gut für mich, deswegen bin ich da, wo ich jetzt bin? Also ich weiß nicht, wie das bei der Kommunikationswissenschaft ist, weil ich da wirklich Laie bin, aber im Journalismus ist es bekannterweise so, dass Netzwerk alles ist. Und wenn du, und das hat mir die Heinrich-Böll-Stiftung gegeben, und auch tatsächlich die Neuen Deutschen MedienmacherInnen, weil ich da auch im Programm drin war, sich mit anderen Menschen, die ähnlich denken, die ähnliche Erfahrungen machen, zu vernetzen, die einen dann auch irgendwo reinheben können. Also Leute, die es schon geschafft haben, die dir dann mal eine E-Mail-Adresse zuschieben und sagen, hey, schreib den mal, schreib der mal, und da klappt das bestimmt. Das ist das, was
was total wichtig ist und was ich aber auch, also um das jetzt nochmal zu bewerten, total positiv sehe, weil das passiert einfach schon voll viel in diesen Kreisen. Und ich habe auch das Gefühl, dass so sich auch so ein Gemeinschaftsgefühl gebildet hat, so hey, wir wollen uns gegenseitig helfen. Und was ja im Journalismus, vor allen Dingen im Nachwuchsjournalismus, total bekannt ist, ist ja dieses Ellbogenstoßen, dieser Konkurrenzkampf. Und ich habe das Gefühl, dass das in den Kreisen, wo Menschen mit Migrationsgeschichte sich so zusammengeschlossen haben und gesagt haben, hey, wir wollen uns gegenseitig helfen, dass das so ein bisschen abgebaut wird. Und das ist total schön und das hat mir mega geholfen. Also ein Praktikum bei Zeit Online, das mir mal ein Mitkollege quasi mir eine E-Mail-Adresse gegeben hat zum Beispiel. Also es ist ganz praktisch. Ja, also ich höre heraus, Solidarität ist die Antwort. Das sind, glaube ich, ganz schöne Abschlussworte. Wir müssen leider auch in 5 Minuten aufhören, weil auch Samira nicht gehen muss. Falls Christine nicht noch auch noch einige Abschlussworte aussprechen möchte und nicht, dass ich dich unterbrochen habe in deinem Gedankengang oder sonst würde ich direkt zur Abmoderation kommen auch, weil dir das Publikum auch sonst sich langsam ausstreut. Ich würde auf jeden Fall mich sehr herzlich bedanken bei allen Teilnehmenden, die dabei waren und sich reingeschaltet haben, Interesse an dem Thema hatten. Vor allem natürlich erstmal an unsere Referentinnen ein Dankeschön, dass ihr unserem neuen frischen Format so vertraut habt, euch auf dieses Experiment einzulassen. Und vielen Dank natürlich auch an Juliane, unsere Technikexpertin und Expertin als Herdkeeperin, die im Hintergrund oder im Vordergrund uns unterstützt hat die ganze Zeit. Das war sehr wertvoll und Mandy aus dem Orga-Team von Krikovi auch für den Kontakt, den sie für uns hergestellt hat, um dann an Samira zu kommen als Referentin und auch an das ganze Orga-Team von Krikovi, weil wir diverse Unterstützung bekommen haben, auch einfach in Bezug auf Werbung für diese Veranstaltung. Ja, und ansonsten wird Juliane euch gleich noch unsere Kontaktdaten reinposten und die E-Mail-Adresse, wo ihr eine E-Mail hinschicken könnt, eine leere E-Mail, um dann auch vielleicht in unseren E-Mail-Verteiler aufgenommen zu werden, falls ihr noch nicht da drauf seid. Das ist unser Hauptkommunikationskanal sozusagen, also sehr empfehlenswert. Ansonsten sind wir bei Twitter erreichbar, bei Facebook erreichbar und natürlich auch per E-Mail erreichbar. Schaut auch auf unsere Homepage, also komplette Palette außer Instagram. Da sind wir noch nicht so weit oder haben uns noch nicht dazu durchgerungen. Und und ansonsten, wenn ihr mitmachen möchtet, wie gesagt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, euch bei uns melden. Wenn ihr uns auch Themen vorschlagen möchtet für weitere Talks, weil euch irgendwas Spannendes einfällt, dann teilt uns das auch sehr gerne mit. Wir sind auf jeden Fall offen für Vorschläge und wären gespannt, noch Inputs und Anregungen zu bekommen von euch. Ja, und ansonsten noch Werbung für zukünftige Veranstaltungen oder Anliegen Krikovi bezogen hätte ich noch. Und zwar haben wir eine Fachtagung im November, vom 18. bis zum 20. November. Das ist die Krikovi-Fachtagung in Wien zum Thema Eigentum, Medien und Öffentlichkeit. Und zwar an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Das wird auf jeden Fall auch sehr spannend. Wir haben es noch in Präsent geplant, weil wir optimistisch sind. Wir bleiben auch optimistisch. Bisher haben wir keinen Anlass, das pessimistisch zu werden. Und es wird auf jeden Fall sehr spannend. Da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch dafür anzumelden und den Termin euch ins Kalender einzutragen. Ansonsten wird auch bald unser Sammelband veröffentlicht zum Thema Transformation der Medien der Transformation, das wir auch im Krikovi-Rahmen als HerausgeberInnen veröffentlichen. Das basiert auf der Fachtagung 2019, die in Leipzig stattgefunden hatte. Und die Veröffentlichung wird auch in Open Access stattfinden. Also ihr werdet über einen Link leichten Zugang drauf haben. Also haltet Ausschau danach. Im Juni müsste es online sein und im Juli, glaube ich, erhältlich, wenn ich es richtig überblicke. Das war es dann eigentlich von mir. Kann ich noch was sagen? Ja, gerne. Nach dem Werbeblock, danke Selma, dass du es übernommen hast. wir haben eigentlich voll das gute Ende jetzt gehabt, weil die Frage, Diversität, trendiges Buzzword oder Wandel, wirklicher Wandel im Journalismus, wurde jetzt irgendwie auf verschiedene Arten beantwortet mit
Selbstorganisation ist key. Also wenn wir an den Verhältnissen irgendwas ändern müssen, dann ändern wollen, dann müssen wir uns irgendwie organisieren, müssen Netzwerke schaffen. Und egal, ob das jetzt in dem Journalismus ist oder in der Kommunikationswissenschaft, wie Christine und Käfer jetzt gerade noch ein eigenes Netzwerk gegründet haben, um den Kanon zu ändern. Und ja, das finde ich so, das nehme ich jetzt für mich hauptsächlich mit aus dieser Veranstaltung. Sicher lassen sich auch viele, viele Punkte des Wandels, die Christine genannt hat, erklären dadurch, dass sich eben Menschen über Netzwerke eingesetzt haben. Die neuen deutschen MedienmacherInnen sind jetzt ein paar Mal schon gefallen. Genau, also wie immer, bildet Banden. Nur ergänzend, nicht Käfer und ich haben das Netzwerk gegründet, sondern wir sind Teil eines Netzwerks. Nicht, dass das jetzt falsch verstanden ist. Bildet Banden, schöner Abschlusssatz. Alles klar, gut, danke für die Korrektur. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, mit oder ohne Internet. Und vielen Dank für diese erste Runde Krikobi Talks. Macht's gut. Tschüss, ich applaudiere noch. Tschüss.